da vergisst ihr seine Beicherchen so hart. Zum Beispiel Fräulein Känguru, die hat noch immer keinen Mann. Hüpft allen Lehrern hinterher, doch nicht ein einziger weiß dran. Zum Beispiel Dr. Hannibal, der Karpedale sich bewegt, ist einer, der im Unterricht noch seine Fahrradklammern trägt. Das ist doch alles dekadent. Zum Beispiel Fräulein Suppenhuhn zieht ihre Schuhe gerne auf. Und wenn man diese dann versteckt, läuft sie auf Socken durch das Haus. Zum Beispiel Pfeifen Heinrich Paut, ein übel riechendes Kraut. Noch voller Stolz, den hab ich selber angebaut.